So, hallo Twitch, hallo Welt, hallo da draußen. Willkommen in meiner kleinen Ecke des Internets. Wie man sieht, es gibt heute ein bisschen Hunde-Content auf die Augen. Und ich starte tatsächlich auch einfach mal direkt und muss aber erstmal noch allgemeiner kleiner flotter Technik-Rundschaublick. Das passt, okay. Sieht alles gut aus soweit. Okay, dann einmal. So. Hallo, hi, hier bin ich. Und das habe ich hier. Gut, perfekt. Ich bin ready to go. Ich habe theoretisch heute so einiges, was ich heute ja machen und starten und zeichnen könnte. Wie gut ich dann vorankomme, im Endeffekt ist ja wie immer noch mal eine andere Geschichte. Und tatsächlich backt bei mir aktuell Procreate ganz schön rum. Mal sehen. Und hallo Drachenknuddlerin, willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Und Semi, hallo, du hast gehört, hier gibt's Wuffis. Ja, ich wollte heute erstmal ganz entspannt mit ein bisschen Hunde ausmalen starten. Ich habe ja die Lineart schon seit einer Weile fertig gehabt und das wird ja einmal das hier werden. In einer bisschen anderen Konstellation habe ich nur leider nicht parat. Ich hatte eigentlich mir die. Wie ich die zusammenstellen wollte, diese Hunde, hatte ich mir eigentlich auf einem anderen Blatt quasi in Procreate schon zusammengestellt. Hab das aber aus Versehen gelöscht, eventuell. Weil ich auf meinem iPad mal ein bisschen ausmisten wollte. Und was passiert, wenn man müde und unaufmerksam ausmistet? Ja, man löscht Dinge. Aber zum Glück war es nicht allzu wichtig. Und ich habe noch ein Foto davon, wie ich das hier anordnen wollte. Aber ja, es geht heute weiter mit dem New Doggo, dem Kreskin Doggo und dem Full Doggo. Theoretisch. Und das zeige ich euch jetzt auch schon mal. Könnte ich auch weiter mit dem Magazincover hier, ja, ein bisschen machen, tun, kunsten, arbeiten. Ich weiß es noch nicht. Es könnte theoretisch auch schon fertig sein. Ich muss mir dieses Cover noch auf den PC schmeißen und noch ein bisschen an den Farben und Kontrast und so ein Kram, ja, ein bisschen werkeln. Aber ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen sacken lassen, das Cover. Also irgendwas gefällt mir daran tatsächlich noch nicht so ganz. Ich finde diesen kleinen Schwarm fliegender Menschen hier irgendwie total knuffig. Irgendwie sind die, ich weiß nicht, irgendwie diesen Schwarm Menschen hier finde ich super sweet. Ich bin mir aber mit ihr hier noch nicht so ganz sicher und ich finde das Dreiergrüppchen hier, das sieht halt noch so ein bisschen aus wie, als ob die einfach nur fallen würden. Und da bin ich mir halt noch nicht sicher, ob ich da noch mal rangehen möchte und die noch nicht, also noch mal von der Pose eventuell verändern möchte und sowas. wie die Drachenknuddlerin mit einem Fächer etwas Wind zu. Sehr gut. Ich finde diese Aufteilung in Neuhalb und Vollmond toll. Ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, aber das Bild mit den Hunden, das macht mich tatsächlich selber auch total sentimental, weil Isa bekommt ja auch. Oder hat ja schon länger tatsächlich auch eine weiße Schnauze bekommen. Die ist gerade so in diesem Stadium hier. Also sie ist kein New Doggo mehr. Sie wird im Ju, jetzt nicht lügen, im Juni, am 1. Juni. Vielleicht lüge ich gerade, vielleicht war es auch der 1. Juli. Ich finde Juni und Juli klingen irgendwie so ähnlich und ich verwechsel die beiden Monate immer miteinander. Aber ja, sie ist jetzt schon im Kreskin Doggo-Mode und jetzt, ja, deswegen. Daher war ja die Idee mit den Doggos hier. Und ich wollte auch endlich mal wieder an die Skizzenwünsche ran. Ich habe schon Ewigkeiten keine Skizzenwünsche mehr abgearbeitet und es tut mir leid, aber ich sollte es mal wieder tun. Ja, dazu komme ich hoffentlich heute auch noch. Und das Perspektivenwechselcover ist auch super. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, mal sehen. Ich bin, wie gesagt, nicht unglücklich damit. Theoretisch könnte ich es auch Call It a Day, ja, halt schon als fertig plakatieren. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie hier nicht auch, ich sag mal, in diese diagonale Fliegepose bringen will, weil die bricht so ein bisschen diese Dynamik hier oben. Also alle Menschen gehen ja so diagonal in diese Richtung hier, von euch aus gesehen. Und ja, sie bricht das hier oben so ein bisschen. Mal gucken, und ich weiß noch nicht, die Wolken, die finde ich auch, ja, das muss ich noch ein bisschen, da muss ich mich noch ein bisschen einfühlen. Bei dem Cover bin ich aktuell wieder in dieser Problemphase. Das ist nichts, was für mich selbst ausschließlich ist, sondern das ist für Kunden, das ist für jemand anderen. Deswegen kann ich das gefühlt nicht so gut einschätzen, ab wann es gut ist.
Darüber hatte ich ja schon mal ein bisschen gesprochen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ach ja. In die Kreskin-Phase kommen wir alle. Ja. Ich, bin ja bald näher an den 30 als an den 20 und das ist irgendwie auch noch strange. So, und ich fange mal an, tatsächlich mal ein bisschen zu kunsten und mit dem Lasso-Tool einmal den Hund hier einzufangen. Ich hoffe übrigens, dass wie immer ihr bisher einen schönen Tag hattet und auch weiterhin habt. Ich hoffe, ihr könnt euch zurücklehnen, habt was zu snacken, habt was zu trinken. Ich habe mir schon meinen Tee parat gemacht, in dem ein Hundehaar natürlich drin rumschwimmt. So. hatte mir bis gerade eben hin noch einen extrem langen, sehr entspannten Morgen gemacht und jetzt muss ich heute noch ein bisschen ins Schaffen kommen. Ist zwar im Stream immer eher schwierig, da komme ich ja meistens eher nicht so rasant voran. Ich habe aber noch ein, zwei Dinge, die ich auch nach dem Stream nochmal machen muss. Ich muss tatsächlich mal ein paar Druckdaten noch fertig machen, um noch für die Comic-Yarde noch ein paar Dinge zu bestellen. Ich habe mich tatsächlich dazu, also zum einen, ich brauche meine Visitenkarten. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, doch noch mehr Prints zu drucken. Weil ich davon doch bisher noch ein bisschen weniger habe. Und ich gehe ja eventuell nicht nur Ende Mai auf die Comic-Yarde. Nee, nicht Ende Mai, Ende April. Sondern gehe ja eventuell, wenn ich da noch eine Zusage bekomme, das zieht sich noch ein bisschen hier mit der Rückmeldung, gehe eventuell auch noch auf die Intercomic in Köln am 6. Mai. Und mal sehen. Und möchte ja auch noch zusätzlich einen Verkaufsmonat irgendwann noch im Mai starten. Datum steht noch nicht fest. Und da dachte ich mir, ich brauche eventuell doch noch ein paar mehr Prints. Du hast noch Wasser und jede Menge Arbeit, aber für Entspannung ist zum Glück jetzt gesorgt. Ah. ich hoffe, du kommst auch arbeitstechnisch gut voran. Hoffentlich ein bisschen besser als ich. Und hoffe, du, ja, ich kann dir ein gutes Hintergrundgedudel bieten. Du hast dir mal einen Ruck gegeben und du gehst auch auf eine Con, nur als Besucher natürlich. Oh, okay. Auf welche Con denn? Glaube, ich mach mal die Hintergrundmusik noch ein Tickchen lauter. Gerne wieder Bescheid sagen, wie immer, wenn es pegeltechnisch irgendwas zu laut oder zu leise hier ist. Ich habe gerade vor dem Stream, weil ich echt flott mal wieder darin war, alles zu setupen, noch ein bisschen Zeit gehabt und habe mir ein bisschen Zeit genommen, um noch ein paar Playlists auf YouTube mal rauszusuchen. Und ich habe gerade eine Professor Layton Playlist laufen. Habt ihr Professor Layton mal gespielt? Ich hatte mir ein, zwei Spiele bei Freunden ausgeliehen früher und die waren eigentlich echt schön. Schade, dass das Franchise mittlerweile irgendwie, ja, eigentlich nicht mehr so existent ist. Hüstel, Hüstel. Mute, Mute. Räusper, Räusper. Wo
Wobei ich mich auch an die Professor Layton-Spiele auch gar nicht mehr so gut erinnern kann, aber eigentlich waren die echt schön. Teilweise waren die mir ein bisschen zu kompliziert, weil ich ja eher ein fauler Gamer bin und Nachdenken bei Spielen. Schwierig. Aber trotzdem eigentlich echt ein schönes Franchise. So. Ein Problem, was ich ein bisschen haben werde hier mit dem Hund und auch mit den anderen Hunden ist, um diesen Effekt ein bisschen rauszuheben mit dem Crescent und dem Full Doggo, möchte ich das ja eigentlich, ich möchte ja eigentlich, dass das schwarze Hunde sind. Das ist aber nicht, ja, es ist ein bisschen tricky, einfach so schwarze Tiere zu zeichnen. Da muss halt Kontrast und sowas alles nachher noch stimmen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. So. Also schwarze Tiere zeichnen ist eigentlich ziemlich tricky. Und es ist gar nicht so easy, das oft zu pullen, dass es kontrasttechnisch alles nachher noch stimmen wird. Und nicht alles so in der Dunkelheit versickert irgendwo. Und Blue Moon, hallo, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo. Ich freue mich sehr, dass du reinschaust. An dieser Stelle, du, gerade du, Blue Moon, du erinnerst mich immer daran, mal folgende Dinge öfters zu tun. So. Du bist ja immer sehr fleißig am Shoutouten und an dir sollte ich mir öfters mal ein Beispiel nehmen. Ich vergesse das manchmal, dass ich öfters Shoutouts machen soll. Ich denke, die hier Anwesenden kennen Blue Moon schon. Falls nicht, schnell nachholen, schnell da einmal folgen, ein bisschen Liebe da lassen. Ne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Oha, Mensch, was? Mensch? Ich bin doch kein Mensch. Danke, gerne. Ey, by the way, mir ist eigentlich, ich bin ja mit diesem Stream-Overlay-Gedöns, was ich hier habe, mit diesem Zeug hier, auch bis dato immer nur so geht so zufrieden gewesen. Ich find's okay, diesen Rahmen hier mit da oben dem Chat und da oben der Dia-Show und so ein Kram, ist okay, aber ich habe eigentlich eine richtig witzige Idee für ein Overlay, was ich mir irgendwann mal basteln möchte. Mal gucken, wann ich die Zeit dazu habe, das zu malen. Aber theoretisch hätte ich total Lust auf irgendwie so einen floralen Rahmen. Also, dass hier irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, Pilze sind und ein bisschen Gestrüpp und ein bisschen Ranken und Pflänzchengedöns. Und dann ist hier auf der rechten Seite einmal so ein Baum mit einer Baumhöhle. Und da möchte ich dann meine Webcam drin haben. Beziehungsweise an Tagen, wo ich keinen Bock habe auf eine Webcam, wo ich einfach nur im Gammel-Mode in Schlafklamotte ein bisschen streamen will. Ich hätte voll gerne dann hier so ein Reactive Image. Oh, das klappt natürlich gerade nicht. Wo es hier dann einfach nur dunkel ist in der Baumhöhle. Wenn ich nichts sage. Und dann sind hier einfach nur Augen, die ab und zu blinzeln. Und wenn ich was sage. Ups. Dann komme ich hier raus als so ein kleiner Gollum aus meiner Baumhöhle. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dann als Gollum zeichnen möchte oder als actually so ein bisschen wie ich aussehend. Also so. Nicht schlecht. Also. Nicht hässlich. Oder ob ich mich dann so richtig Gollum-mäßig zeichnen möchte und möchte. Oder ob ich einfach beides haben will, je nach Tageslaune oder sowas. Aber ich fände das richtig lustig. Das klingt gut. Dankeschön. Und findest du witzig? Ja, ich hatte jetzt ich hatte bisher noch keine so eine richtig zündende Idee für ein Overlay, was ich irgendwie so richtig fühle. Aber ich glaube, das fühle ich. Ich glaube, das muss ich tatsächlich irgendwann mal umsetzen. Ich glaube, das fände ich richtig witzig. Zum einen hübsch, wegen ein bisschen floralem Pflanzen, bla, blups, Gedöns. Und irgendwie hätte das dann so ein Theme. Und dann könnte ich auch meine Alerts und sowas irgendwie dran ausrichten. Da habe ich noch nicht so eine richtige Idee für, was ich da dann machen könnte. Aber ich könnte zum Beispiel irgendwelche Waldtiere machen, die dann, weiß ich nicht, bei einem Follow irgendwie hier spawnen. Hier so eine Eule mit einer Sprechblase und dann danke für den Follow, bla, bla.
Oder die sitzt da immer und dann taucht da halt eine Sprechblase bei auf. Oder bei einem Raid kommt dann irgendwie mein Hund hier aus der Ecke. Total gut gemalt jetzt hier. Und verbellt dann den Raid oder irgendwie sowas. Ja, ich, wie man sieht, ich kann richtig schnell richtig gute Skizzen machen. Ich bin professionell, das sieht man, ne? So. Ich glaube, diese beiden Ebenen, die lösche ich nicht mal. Ich glaube, die stopfe ich jetzt in eine Gruppe. Und verstecke die hier mir im Hintergrund und hoffe, dass ich sie nicht vergesse. So. Sam, dankeschön. Numi, hallo. Ich freue mich, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wie war euer Tag? Wie ist euer Tag bisher? Für mich ist es gerade noch sehr früh. Für mich fühlt es sich gerade so an, als würde ich gerade noch ganz frisch in den Arbeitstag starten, tatsächlich. Alerts musst du auch mal wieder ran. Ja, ich habe das Gefühl, so ein Stream-Overlay ist aber meistens auch immer so ein Dauerprojekt, tatsächlich. Da ist man... Ist man damit jemals zufrieden? Also irgendwann glaube ich ja schon, ne? Aber bis dahin dauert es echt lange, ne? So, wie geht's euch? Guten Schnuggelsen und Schnuggelinchens und Menschens und so, oder wie auch immer ihr euch identifiziert. Wie geht's euch so? Was macht ihr gerade so? Ich hoffe, ihr seid gerade fleißig und entspannt am Coworken oder so. Ich bin, wie man sieht, ein bisschen Doggos hier am Zeichnen. Das Ganze soll das hier werden. Also ich möchte das ein bisschen anders anordnen. Ich habe theoretisch mir das schon mal in so einer Kreiskomposition so ein bisschen angeordnet, aber das soll hier ein New Doggo werden, ein Crescent Doggo und ein Volldoggo, also ein Welpe, ein normal alter Hund und ein alter Hund. Ist daher inspiriert, dass mein Hund schon seit einer Weile in dieses Crescent-Status, nenne ich es mal, gekommen ist, dass sie jetzt so eine weiße Schnute hat, was bei ihr wie so ein kleiner perfekter Halbmond aussieht. Und ja, das wollte ich quasi mal in eins Bild umsetzen. Dir geht's gut, aber Ostern war anstrengend. Die Kleine bekommt 4 Backenzähne auf einmal. Oh no, oje, oje, oje. Ach ja, ja, apropos Ostern. Ich hoffe, eure Ostern waren tatsächlich auch trotz allem entspannt und schön. Bei zumindest den anderen, aber oje. Und bei dir so, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin gerade noch ein bisschen verpennt. Ich muss gerade noch ein bisschen wach werden, aber ansonsten, ich hatte heute einen sehr langen, entspannten Morgen. Muss jetzt mal ein bisschen wieder ins Schaffen kommen. Ist zwar schwierig eigentlich dabei dann zu streamen, weil beim Streamen irgendwie mit Dingen vorankommen ist ja eigentlich eher so, Aber ja, mir geht's gut und meine Ostern waren extremst entspannt. Ich schaffe das tatsächlich an Wochenenden und Feiertagen, mir mental auch selber ein bisschen freizunehmen. Ich bin gerade unter der Woche häufig selber auch immer irgendwie so ein bisschen im Stress und denke mir immer so, ich muss mehr Dinge tun und bla und blub und machen und Gedöns, aber irgendwie, weil an Wochenenden und an Feiertagen, da will halt niemand so sehr was von mir und dann kriege ich es auch selber ganz gut hin, da noch mehr abzuschalten. Ja, jetzt muss ich aber gerade wieder ins Working-Mindset kommen. Und jupp, Coworking, 10. Skizze für einen Kunden. Ach, krass, aber naja, trotzdem GG zum Auftrag. Ich hoffe, der Auftrag ist cool und du kommst gut damit voran. So. Ich weiß insgesamt noch nicht so genau, wie ich diesen Wuffi hier ausmalen möchte. Also der soll ja eigentlich einfach nur schwarz werden, aber einfach nur schwarze Tiere zu zeichnen ist gar nicht mal so easy. Echt, bei dir ist das familienmäßig das reinste Chaos. Überall muss man hin und einladen, muss man auch noch. Ah, nee, meine Familie ist zum Glück extrem faul, was Feiertage angeht. Und ist nicht so irgendwie, ist nicht so großartig feierfreudig oder irgendwas unternehmungsfreudig. Und deswegen passiert bei mir familientechnisch tatsächlich gar nicht so viel an Feiertagen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz entspannt so. Also es ist... Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde das eigentlich echt entspannt, nicht noch familiär irgendwie verpflichtet sein zu müssen an Feiertagen und sowas.
Ja. Erstmal Augen zeichnen. Ich sag mal so, es ist die zweite Korrektur. Naja, solange die Auftragsbedingungen und die Zahlungen trotzdem hoffentlich stimmen und der Kunde nicht zu sehr nervt und die Korrekturen gut machbar sind, hoffe ich mal. Drück dir die Daumen, dass der Auftrag gut vonstatten geht ansonsten noch. Taktisch, du willst das auch. Eier suchen, entspannen, spazieren, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja. Das mit dem Eier suchen oder mit dem generell irgendein Zeug suchen, selbst dafür ist meine Familie irgendwann zu faul geworden. Früher haben meine Eltern mir immer noch Süßkram und so versteckt. Jetzt bin ich angeblich kein Kind mehr und jetzt wird das nie mehr gemacht. Ist okay. Aber ja, ich finde es eigentlich extrem entspannt, an Ostern oder auch an anderen Feiertagen einfach nur zu Hause zu zocken. Zu Hause zu hocken und zu zocken, Filme zu gucken, frei zu haben, mich um den Hund zu kümmern, nur aus Spaß zu malen und nicht unbedingt für irgendwelche Aufträge oder so, außer die Aufträge oder was auch immer sind irgendwie cool und ich fühle die und ich habe da halt einfach Bock drauf. Dann mache ich das auch mal. Und ja. Wann hat bei euch das Alter begonnen, ab dem ihr keine Eier mehr gesucht habt oder anderen Süßkram oder generell Dinge an Ostern? Irgendwann schwenkt das ja um und man macht das irgendwie gar nicht mehr. Oder wenn man für die ausgefallenen Zähne, naja gut, das endet, wenn man keine Milchzähne mehr hat, aber wenn man nicht mehr mit den Eltern irgendwie die Zähne feiert, die einem ausfallen, was irgendwie eigentlich voll strange ist, oder... Ach ja... Puh, das ist wirklich lange her. Ja, bei mir auch. Ich kann mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern, wann es bei mir so her war. Wir tatsächlich in unserer Familie so intern, wir schenken uns auch gar nichts mehr zu Weihnachten oder so. Also irgendwie, wenn ich halt mal was brauche oder so, dann kriege ich das tatsächlich auch einfach mal so geschenkt. Ich habe ja tatsächlich den Stuhl hier. Der Schreibtischstuhl, mit dem ich hier so viel Spaß habe und die ganze Zeit von links nach rechts juckel. Ich glaube, wenn man meinen Stream einmal so ganz schnell durchspulen würde, ich glaube, dann würde ich hier die ganze Zeit so sitzen mittlerweile. Aber der Stuhl ist ja neu. Den habe ich quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber ich habe ja erst in ungefähr einem Monat Geburtstag. Aber ich habe den halt einfach schon, weil ich ihn gut gebrauchen konnte, einfach schon vorher geschenkt bekommen und habe mich sehr darüber gefreut. Und zu, ja... Zum Geburtstag selbst oder zu Weihnachten oder so, da ist meine Familie mittlerweile auch einfach so, wir schenken uns einfach Sachen, wenn wir sie halt brauchen. Manchmal dann irgendwie krass quasi, wenn bei mir eigentlich so voll der normale Alltag ist und Freunde von mir dann voll den verplanten Feiertag dann halt irgendwie haben oder voll die verplante Advents oder was auch immer Zeit und ich vercheck das dann immer total. Hey, wollen wir was machen? Es ist Weihnachten, ich habe keine Zeit, da will Familie und sowas von mir. Oh. Da war ja was.
Blue! So. Jetzt habe ich mit den anderen Körperteilen hier ein bisschen prokrastiniert, an das Feld zu gehen, weil ich es, wie gesagt, ein bisschen nicht so easy finde, einfach nur so ein schwarzes Tier zu shaden. Ich versuche mal oder schaue mal. Nehme ich erstmal hier eins blau. Sieht man das überhaupt noch, wenn ich das jetzt multiplizieren tue? Ja, tatsächlich schon. Okay. Will ich das so bläulich shaden? Ich glaube ja. Sieht am Rechner aus. Sieht okay aus. Der Hund hat noch. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn ich streame und mein iPad quasi an den PC angeschlossen habe, weil ich kann die Farben dann einmal auf dem iPad checken. Und auf dem iPad, finde ich, kann ich Farben irgendwie immer sehr, sehr schlecht nur einschätzen. Irgendwie das iPad ist von Natur aus gefühlt ein Ticken heller und zeigt irgendwie alles nochmal ein bisschen gesättigter an. Und so. Und irgendwie ein Ticken schöner, als es dann eigentlich in Wahrheit eigentlich ist. Und ich sehe dann erst am Computer, dass meine Bilder dann voll den Grün- oder Gelbstich haben, den ich dann erstmal einmal rausbearbeiten muss. Und ja, wenn ich streame, dann kann ich einmal hier auf dem iPad checken, hier direkt auf dem PC und auf meinem Grafikmonitor. Dann sehe ich das Bild direkt dreifach. Die Familie von deinem Freund ist aber auch super aktiv, was so feste Ferien und so angeht. Ich habe das tatsächlich irgendwie auch total oft in meinem Freundeskreis, dass Freundinnen von mir, dass deren Familien jeweils eigentlich auch total faul sind und nicht so richtig Lust haben, irgendwie großartig was zu machen zu Feiertagen, außer vielleicht mal so ein bisschen sich zu treffen und ein bisschen was zu essen oder so ein Krams oder vielleicht mal sich Geschenke zu geben, so ritualsmäßig. Aber dass die Familien ihrer Freunde dann wiederum irgendwie total ausrasten. Das habe ich irgendwie super oft im Freundeskreis tatsächlich. Ich glaube, ich habe das sogar auch gar kein einziges Mal, dass ich irgendwie einen Kumpel hätte mit, ich sag mal, einer faulen Familie, aber wiederum einer Freundin mit einer voll aktiven Familie. Irgendwie so rum habe ich das tatsächlich gar kein einziges Mal im Freundeskreis eigentlich, soweit ich weiß. Du hast heute eventuell Post von Blue bekommen. Oh, okay. Darf ich denn fragen, was da drin war? Wie cool. So, und sorry, du musst mal wieder springen wegen den Belgern. Alles klar, Numi. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du reingeschaut hast. Ich hoffe, deine Belger haben auch einen schönen Tag. Und wir sehen, hören und schreiben uns. Wir müssen ja eventuell mal gucken, ob wir nicht vielleicht mal ein Datum finden, wo wir uns streamtechnisch vielleicht mal überschneiden könnten. Hust, hust. So. Same. Und da muss man dann immer mit. Krass. Ey, dann ist das bei euch ja auch so. Du kannst es ja mal in den Discord posten. Gerne, gerne. Gerne, gerne. So. Ich glaube, zumindest auf meinem PC sieht es so aus. Was habe ich denn hier als Farbe genommen? Ich glaube, ich gehe mal mehr weg von so einem braunen Schwarz und versuche mal mehr, was ist, wenn ich das einmal so bläulich mache? Nee, zu blau. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, welche Schattierung von Schwarz ich für diese Hunde nehmen möchte. Oder möchte ich die einfach noch ungesättigter machen? Ja, das gefällt mir schon mal besser. So, sorry, irgendwie seltsam, da wollte irgendwer auf Arbeit was von dir. Oh, ja, gar nicht. Wenn diese Kollegen auf der Arbeit was von einem wollen. Ah, oh, schrecklich.
Ich bin aktuell sehr am Überlegen. Es gibt so ein, nennen wir es mal Klimafestival, in der Nähe von Frankfurt. Da bin ich drüber gestolpert letztens und ich bin am Überlegen, das ist ein paar Tage im Mai über, ob ich da hin möchte. Sowohl um da ein bisschen mir das ganze Programm mit anzuschauen, als auch um da tatsächlich zu arbeiten. Halt für ein paar Kröten. Weil, weiß nicht, hätte irgendwie Lust drauf. Andererseits, es ist halt so total blöd gelegen, weil das ist halt am 12. Mai geht's los und ich müsste eventuell am 11. Mai, weil ja mein Geburtstag ist, da eventuell schon hinfahren. Und eigentlich habe ich im Mai nicht so wirklich Zeit dafür, aber irgendwie habe ich Lust darauf und vor allem würde mir dann da einmal das 49-Euro-Ticket wahrscheinlich für den Monat bezahlt werden. Dann müsste ich mir das nicht von meinem eigenen Geld holen. Es wäre irgendwie nice. Irgendwie bin ich da halt sehr am Schwanken, ob ich da mal nachfrage, ob die da noch Volunteers brauchen. Aber eigentlich habe ich keine Zeit im Mai. Aber eigentlich habe ich irgendwie Lust, aber eigentlich auch nicht. Aber es ist immer so. Kennt ihr das, wenn ihr auf irgendwelche Events oder arbeitstechnischen Dinge oder was auch immer oder Aufträge irgendwie immer so ein bisschen seid? Eigentlich ja, aber eigentlich nee, aber eigentlich weiß ich nicht und eigentlich vielleicht doch. Du hast dadurch nichts mehr mitbekommen, was du gesagt hast. Ich glaube, du hast nichts allzu Bahnbrechendes verpasst. Ich glaube, ich habe diesmal noch, ich habe noch keine legendären Reden geschwungen bisher. Ja, ganz viele eigentlich in diesen Sätzen, ja. So. Hä? Ist hier doch gerade? Nee. Multiplizieren. So. Bei dem Hund hier auch irgendwie mit der Leine zu viel Spaß gehabt. So. Und heute wurde deine vorbestellte Figur losgeschickt. Nice, wie cool. Klingt ja ganz danach, als würdest du dich aktuell mit sehr viel coolem Stuff ausstatten. GG dazu. Und irgendwie, mich erinnert gerade meinen kleinen Blobfisch-Emote da nochmal zu sehen, auch daran, an meine Emotes wollte ich ja auch schon ewig mal dran. Ah. So viele Projekte und so viel zu tun. Und so viel Zeit, das alles zu prokrastinieren. Kennst das? Oh ja. Der ewige Struggle. Benny! Benny, hallo! Clarice Justri subscribed vor 3 Months. Guten Nachmittag an alle. Hallo, danke schön. Vielen, vielen Dank für den Sub. Ich freue mich sehr und Benny, willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, auch du hast bisher einen wunderschönen, entspannten Tag und hast ihn noch weiterhin. Hast was zu snacken, hast was zu trinken, kannst dich ein bisschen zurücklehnen. Willkommen! Willkommen!
Und vielen Dank nochmal. Ich bin, wie man sieht, hier gerade ein bisschen am Doggos zeichnen. Ich shade gerade hier so ein bisschen vor mich hin. So, und bin... Na. Erstens mit Procreate am Kämpfen, weil es bei mir aktuell irgendwie nochmal besonders spackig funktioniert im Moment. Warum auch immer. Ich glaube eigentlich habe ich letztens alle... Ah, wobei, ich habe vielleicht für das iPad selber hätte ich vielleicht... Musste ich bestimmt mal wieder Updates machen. Aber ich habe zumindest Procreate auf dem aktuellsten Stand. Und ich bin gerade wieder auf dem hier Motiv. Bums, Gedöns, Bums am Arbeiten. Mit dem New Doggo, dem Crescent Doggo und dem Full Doggo. Also dem jungen Erwachsenen und dem alten Hund. Theoretisch gibt es heute eine Menge, was ich im Stream machen könnte. Ich könnte auch noch ein bisschen hieran arbeiten, an dem Magazincover. Was theoretisch auch vielleicht schon fertig ist. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Es fühlt sich noch nicht so hundertprozentig fertig an, aber ich muss es vielleicht auch noch ein bisschen sacken lassen. Und ich wollte, müsste, sollte auch mal echt dringend mal wieder an meine Skizzenwünsche ran. Das mache ich, glaube ich, irgendwann gleich noch, wenn ich entweder mit dem Hund hier nicht weiterkomme oder noch zum Stream-Schlussprogramm oder zwischendurch mal noch. Ja, das muss auch mal wieder geschehen. Es tut mir voll leid, ich lasse meine Skizzenwünsche voll schleifen. Die haben sich... Ich habe gar nicht mal so viele. Ihr habt euch echt zurückgehalten mit Skizzenwünschen. Danke dafür übrigens. Aber die haben sich trotzdem ein bisschen aufgetürmt. Schon seit längerem. Ach ja. Machst jetzt noch einen Kaffee. Mach das. Happy Kaffee. Und du bist jetzt mobiler, du hast einen E-Scooter. Macht richtig Spaß, damit rumzudösen. Ach nice, davon hast du erzählt. Freue mich, dass er angekommen ist. Und ich freue mich, dass es cool ist bis dato. Ah, gute Idee, du machst auch einen Kaffee. Happy Kaffee auch dir. Ich habe tatsächlich 2 Tees. Und ich habe sogar noch einen dritten Tee als Backup im Hintergrund. Ich habe mir irgendwie zu viel Wasser im Wasserkocher gehabt. Und dann dachte ich mir, ja gut, bevor das ganze kochend heiße Wasser einfach wieder abkühlt, mache ich mir einfach mehr Tee. Skizzenwünsche findest du gut. Du bist da schon am Überlegen, welche 5 bis 10 Motive du mal bei mir reinschmeißt. Oh je. Ja. Ich mach da zwischendurch auf jeden Fall safe welche. Ich hab gerade gesehen gehabt, Moment, das steht ja hier bei mir. Mein ältester Skizzenwunsch oder beziehungsweise die... Oh Gott. Ich habe 2 Skizzenwünsche, die sind 6 Monate alt. Vielleicht sollte ich da mal ran. Ich habe noch einen Skizzenwunsch. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Skizzenwünsche, die sind 5 Monate alt. Einer, der ist 4 Monate alt, 3 Monate. Letzter Monat. Ja, haha. Ach Mensch, naja. Ich sollte da mal von hinten ein bisschen aufräumen gehen. Mehr Tee ist der salzig. Ja, genau. Salziger Tee ist mit einem Schuss Wurstwasser. Du kannst auch nochmal einen Skizzenwunsch einlösen. Das kannst du sehr, sehr gerne tun. Ich komme auch irgendwann dazu und mache ihn auch irgendwann. Kann aber eine Weile lang dauern. You should. Ja, gerne, gerne. Gerne her damit. Gerne her mit euren Wünschen. Dazu sind die Kanalpunkte-Belohnungen ja da. Auch wenn ich eventuell ein bisschen... brauche, um dazu zu kommen. Ja. Aber ich mach die. Du brauchst noch 1,7k. Ja. Das kriegt man erspart in einem Stream. Würde ich mal behaupten, im Zweifel. Ach ja, die Skizzenwünsche. Du hast noch einige offen. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch einige, sowohl auf dem iPad hier, als auch auf der Festplatte, die ich leider bei einer Freundin vergessen habe aktuell, die ich noch in meinen Discord auch nochmal senden muss, damit ich mal, ja, die halt da mal habe. Die sind noch alle gar nicht im Discord. Da sammle ich die ja eigentlich in einem Kanal. Das hier ist auch schon ewig alt und habe ich, glaube ich, noch gar nicht in den Discord gepostet. Also, glaube ich nicht nur, ist auch echt alt schon. Hier ist noch das von dir, Semi. Das wolltest du ja auch noch einmal geschickt haben in der Bildschirmauflösung. Das wollte ich ja auch noch mal getan haben. Haha, ja.
Es ist immer diese kleinen To-Dos, die man auch mal tun sollte und dann irgendwie nicht tut. Und dann staunen die sich so lange auf. Du hast 8610. Krass! Krass. Genau das wolltest du gerade nachfragen. Ja, vielleicht kann ich das sogar jetzt gleich. Oder pass auf. Ich mache jetzt immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen was Skizzenwunschmäßiges, damit ich da mal rankomme, ja? So, ich mache jetzt einmal eine Bildschirmgröße einmal auf. Also einmal für einen PC. Müsste ja normalerweise 1920 und... Na, hey! 1080. Das ist ja eigentlich für einen Hintergrund ist das ja eigentlich eine normale gute Größe, ne? So. Points. Was sind Points? Hat 0 Points und hat Platz 32 von 117 auf der besten Liste. Was? Aber mit 0 Punkten auf Platz 32 ist auch nice. Warte, was? Was sind denn Points? Ist das was, was ich noch einrichten müsste? Erklärt mir das. Das ist mir neu. Ich wusste nicht, dass ich Points theoretisch habe. Und dass ich theoretisch diesen Ausrufezeichen Points gedöns habe. Ach Mensch, guck mal, Blue, mit 0 Punkten auf Platz 5 von 117. Krass, Mensch, Glückwunsch. Was sind Punkte? What? Oh, und ach ja, irgendeine kleine Sache vergesse ich ja immer. Nee, heute bin ich tatsächlich nicht im Talk mit Tintending. Muss mal gerade kurz den Timer bei Stream Elements ausschalten gehen. Ich habe ja am Sonntag mit Tintending zusammen gestreamt und ein bisschen Kolomari tatsächlich mal wieder gespielt. Das hat echt Spaß gemacht. So, aber jetzt sind hoffentlich die Timer gerade aus. So, hoffentlich bleibt die auch aus. Manchmal ist auch Stream Elements ja irgendwie komisch. So. So. Was auch immer das ist. Points. Oh, hallo Lazy Mortimer. Hello. Hat 0 Points und ist auf Platz 67 von 117. GG dazu, I guess. Ich weiß auch nie, was es ist. So, hallo. Willkommen. Willkommen, willkommen. Nice, Blue. Deine 0 ist viel größer als meine. Ihr könnt eure... Heute exklusiv im Stream. Ihr könnt eure Nullen vergleichen. So. Pass auf. Jetzt habe ich hier einmal... Sieht aber so länglich aus, aber eigentlich 1080 mal 1920 ist doch eine Bildschirmauflösung, die man als Hintergrunddings, Wallpaper-Gedöns für PC nimmt, oder? Oder habe ich da gerade was falsch? Welche Auflösung nimmt man, wenn man Wallpaper für einen PC zeichnen möchte? War das 1080 mal 1920? So, und Freiheit im Kopf. Auch dir ein Hallöchen. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Was gibt's bei euch so Neues? Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag bis dato und habt auch weiterhin einen. Und willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid in meiner kleinen Ecke des Internets hier. Die Points sind sowas wie Kanalpunkte. Über Stream Elements werden die gesammelt. Sehe ich gerade zum allerersten Mal und wusste gar nicht, dass ich dieses Ausrufezeichen Points scheinbar standardisiert aktiviert habe. Muss ich auch mal wohl vielleicht mal googeln. Wusste ich bis gerade hin nicht, dass das existiert und ein Ding ist. So. 1000. Okay, perfekt. Dann habe ich das richtig. Danke. Du würdest mal gerne die große mathematische Herleitung sehen, dass 0 größer als 0 ist. Wo ist Marlene? Wo ist Sanguinik? Sanguinik, bist du im Lurk? Warum ist diese 0 größer als die andere 0? Bitte einmal eine Erklärung. So, dann einmal gerade mal hier, wupp, schwupp, das hier einmal, kann ich die, das ist ja immer so ein bisschen nervig, Dinge bei Procreate zu kopieren und sowas, kopieren, dann einmal hier hin rüber gehen, einfügen, oh, hoppala. Okay, ich muss es tatsächlich ja eigentlich nur einmal verlängern. So.
Procreate, lass mich diese Ebene nehmen und die über die andere Ebene schieben, please. Procreate, warum bist du so spackig aktuell? So. Du bist auf den Chat mit den Nullen fixiert. Du merkst erst jetzt, dass du gleich was machst mit dem tollen Bild. Yes! Was steht denn heute auf der Kunstkarte? Theoretisch so einiges. Ich bin gerade mal was bei meinen Skizzenwünschen, die man bei mir ja über Kanalpunkte bekommt, mal hier mal wieder was am Machen. Semi hatte sich einmal den Skizzenwunsch in einer Wallpaper-Größe quasi gewünscht. Das bereite ich mal gerade vor, damit ich mal das auch mal gemacht habe und mal dazu komme, weil wenn ich offstream Dinge tue, dann es ist dieses Vorankommen mit Dingen und auch mit Kleinigkeiten manchmal ist halt so eine Sache, ne? Das mache ich gerade. Ansonsten gibt es heute ein bisschen Hunde auf die Augen. Hatte gerade den hier nochmal angefangen anzumalen und zu shaden hier. So. Das wird einmal das Motiv hier werden mit einem Welpen, mit einem erwachsenen Hund und mit einem alten Hund. New Doggo, Crescent Doggo und Full Doggo. Theoretisch könnte ich auch noch. Ich habe heute so einiges, was ich theoretisch im Stream machen könnte, aber mit dem Vorankommen ist das halt immer so eine Sache, ne? Ich habe das Cover vom Goodness Magazin Nummer 3. Eventuell fertig, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier nicht ein paar Details eventuell noch möchte. Ich mag es ganz gerne. Ich mag diesen kleinen Schwarm von Menschen hier, der da so rumfliegt. Er ist irgendwie voll knuffig geworden. Aber ich bin mir tatsächlich bei den Menschen hier nicht sicher und bei denen. Und die Wolken fühle ich irgendwie noch nicht so ganz. Und ich muss das Ganze auch noch irgendwann auf den PC hauen und mal bei den Farben und Hues noch mal so ein bisschen schauen. Und Skizzenwünsche. Das ist so ein bisschen das eventuelle Programm für heute. Wie viel ich davon schaffe, ist ja wie immer optional. So. Du musst gleich erstmal die Blumenerde aufkehren. Du hast vorhin einen Bogenhanf umgetopft. Jetzt liegt noch etwas Erde auf dem Boden. Ja, GG zum schon fleißig Gärtnern. Was ist denn Bogenhanf für eine Pflanze? Klingt hanfig. welche Größe hast du da gerade eingestellt? 1920 mal 1080. Kennt man. Ja. Taube! Yes! Ah, ich fühle die Taube. Mit der Taube bin ich echt happy. Ich bin mir bei ihr noch nicht ganz sicher, ob ich die Schatten noch einen Ticken heller machen möchte, dass die nicht so dunkel ist. Aber ich fühle dieses Täubchen. Und ich fühle das Cover irgendwie. Finde ich es echt witzig, aber es ist gerade noch in diesem Stadium, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich total zufrieden damit bin. Aber ich mag das Konzept selber immer noch sehr und die Idee, die kommt ja auch original von mir. Die fliegenden Menschen. Die sehen irgendwie auch ein bisschen strange aus. Wie komisches Ungeziefer irgendwie, so ein bisschen. Ich fand die bei, also so Menschensilhouetten im Himmel zu malen, war irgendwie strange. Hat irgendwie, war irgendwie komisch und ist irgendwie in der Wirkung schwierig. Und danke für den Wurstwurf, der sich hier gerade so perfekt über das Täubchen legt. Und vielen Dank auch für den Pups. Dankeschön. Habt ihr den Pups gehört? Nochmal Sicherheitsfrage. Ich glaube, der kommt an, ne? Der kommt bei mir ja tatsächlich weiterhin. Triggerfire kommt irgendwie bei mir nicht auf dem Headset an. Und ich weiß aktuell immer noch nicht, woran es liegt. Hab aber auch noch nicht so ganz gecheckt, wo das Problem mal wieder bei Triggerfire ist. Und auch vielen Dank für die Peitsche. Vielen Dank für den Jubel. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der Mensch da oben müsste mit so einer Hand vor dem D von Good News hängen. Ja, das wäre auch ganz witzig. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Hört man alles? Perfekt. Und die Peitsche auch. Ja, yeah, sehr gut. Das freut mich, dass es zumindest bei euch gut ankommt. Mal schauen. Ich bin mir bei so ein paar Details bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich verrenne mich aber auch manchmal übelst krass in so kleinen unnötigen Details, die wahrscheinlich nie jemandem auffallen werden außer mir. Ich habe total lange gehadert mit der Anzahl an Sternen, die sichtbar waren. Ich hatte erst mehr Sterne und dann fand ich das irgendwie too much und dann habe ich einfach nur einzelne Sterne eine Weile lang wegradiert. Die Wolken fühle ich hier noch nicht so ganz. Ich habe ewig lange irgendwelche kleinen Wölkchen hier und dahin gemalt. Ja, es ist ein Traum, womit man sich als Künstler nicht so die Zeit verschwenden kann. So, aber erstmal wieder zurück zu. Ich muss mir das hier mal nebeneinander packen. Dem hier gerade mal.
Einmal, welche Pinsel hatte ich denn hier nochmal benutzt? Das ist auch natürlich zu lange her. Wachsmalkreide vielleicht? Das alles hier ein bisschen zu verwischen. Ineinander zu verblenden. Es passt. Das braucht irgendwie noch einen etwas gröberen Pinsel. Hatte ich den hier vielleicht benutzt? Gezackter Pinsel. Na, Pinsel? Nee. Das ist irgendwie ein bisschen zu wild geworden, gefühlt. Vor allem mit dem Textperspektivenwechsel unter dem Wurstwurf. Ja. Einfach ja, das war gerade wunderschön. Anzahl der Sterne. Ja, findest du auch. Einer mehr wäre definitiv zu viel. Ja, das ginge gar nicht. Dann würde das ganze Bild direkt kippen und einfach nur scheiße sein. Das war nämlich auch mein Gedanke, den ich beim Zeichnen auch original hatte. Ja. Ist schrecklich, dieses Overthinken bei solchen Kleinigkeiten manchmal, ey. Du hast eben ein Paket bekommen, war kurz AFK. Nice, ich hoffe, es war ein cooles Paket. Vielen Dank, Tanja, dass du das gerade machst. Ach, Quatsch, brauchst dich gar nicht dafür zu bedanken. Selbstverständlich gerne. Ich wollte das ja auch schon länger mal gemacht haben, aber es ist wohl gut, das jetzt einfach mal spontan einfach im Stream zu tun, ne? So. Dann kopiere ich einfach mal das Fenster, wobei ich hoffe, dass ich jetzt eigentlich den Rest hier kopieren können müsste. Kopieren. Ah, keine Ebene ausgewählt. Alle kopieren? Okay, es lässt mich alles kopieren. Einfügen. Dann kommt es wieder mit dem Hintergrund hier an, ne? Wobei, ist auch nicht so schlimm. Einmal abwärts zusammenfügen nochmal und nochmal ein bisschen zusammen blenden hier. Abgenutzter Pinsel. Den fühle ich. So, dann habe ich das jetzt auch mal bereitet und damit ich dir das auch einfach direkt schicke, speichere ich mir das auch einmal direkt runter und schicke es dir einfach gleich direkt auch über Discord. So, einmal teilen als PNG. Einfach einmal Bild speichern. So. Tanja hört die Sounds leider nicht. Ja, leider nicht. Leider ist bei mir Triggerfire, kommt leider nur bei euch und nicht bei mir an auf dem Ohr, warum auch immer. Aber Mary, hallo, willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe auch, du hast einen tollen, entspannten Tag bis dahin. Und hast auch heute weiterhin einen tollen, entspannten Tag. Ups. Hi, hallo. Klingt nach Bohneneintopf. Also wirklich, habt ihr jetzt alle eure Stinkerchen hier im Chat hinterlassen? Also, puh. Also... Ich wollte ja gerade nichts sagen, ich habe ja leider auch nichts gehört, ne, aber gerochen habe ich jetzt schon. Ich wollte jetzt nicht, so obvious da mal hin drin sein, ja, aber es ist okay, ist ja natürlich, ne.
So. Aber willkommen und hallo. Nochmal. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ey, Bohnen sind aber auch verdammt lecker. Ich liebe Bohnen einfach. Bohnen in einfach jedem Kontext gehen immer. Warum sind Bohnen so toll? So, pass auf, dann gehe ich einfach sogar mal kurz in den Pausescreen hier, ohne wirklich eine Pause zu machen, damit ich hier einmal kurz dir direkt einmal hier Discord Dinge schicken kann, Semi. Dann ist das nämlich tatsächlich auch schon mal abgehakt und dann war ich in dem Stream heute schon mal das erste bisschen produktiv und sowas. So, wo bist denn du hier? Da. Weitere Fotos auswählen. Das hier. Fertig. Los. Und senden. So. Ich hoffe, das passt von der Größe her und von der Auflösung her. Gerne mal ja, checken und Bescheid sagen. Und yay, dann habe ich das auch schon mal erledigt. Und ab zurück zu Procreate. Und ab zurück zu der Szene hier. So. Yay, erstes bisschen Skizzenwunsch, abarbeiten heute sozusagen getan. Erstmal, glaube ich, wieder zurück zum Doku, würde ich mal behaupten. Übrigens, ey, je mehr ich mir darüber gerade im Hinterkopf ein bisschen Gedanken mache, desto mehr fühle ich das, ne? Ich möchte irgendwann demnächst auch an die neu dazugekommenen. Ich habe mir gerade zu Beginn des Streams ein neues Overlay überlegt, beziehungsweise einmal aufskizziert. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Idee, die ich, glaube ich, extrem fühle. Weil ich ja mit diesem ganzen Kastengedöns hier noch gar nicht so richtig zufrieden war. Ich habe jetzt die Idee, ich glaube, ich möchte mal ein Stream-Overlay haben, was so ein bisschen Wald und Flora irgendwie ein bisschen Gedöns hier hat. Hier so ein paar Pilze. Wo ist denn jetzt hier die richtige Ebene? Und die richtige, der richtige Pinsel. So, hier so ein paar Pilze und ein bisschen Blumen oder Pflanzen, irgendwas Gedöns. Und ich möchte hier einen Baum haben mit einer Baumhöhle und einem Reactive Image, wo einfach nur ab und zu, wenn ich halt nichts sage, einfach nur meine Augen drin sind und so vor sich hin blinzeln. Und wenn ich was sage, dann möchte ich so ein Reactive Image haben, das da rauskommt. Ungefähr so, vielleicht so ein Gollum, vielleicht auch ein vernünftiges Bild von mir, wo ich wie ein normaler Mensch aussehe. Ich weiß es noch nicht genau. Aber dann quatsch ich. Das fände ich richtig witzig. Und dann müsste ich mir alertmäßig noch irgendwas überlegen, was dazu passt. Mit voll viel Arbeit, aber ich fühle das richtig. Ich habe da richtig Lust drauf. Und sieh dir, hallo, moin, ich freue mich, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Die Idee ist mega stark. Ja, ich fände das richtig witzig. Und ich glaube, das wäre mal was, was ich richtig fühlen würde. Das hier ist alles so... Nee, ist okay. Kann man machen, aber ich glaube, das hier fände ich richtig witzig. Ich könnte vielleicht noch hier oben irgendwie auch noch einen weiteren Baum mit einer Baumhöhle vielleicht einfügen, wo meine Diashow mit sonstiger Kunst, die ich halt so mache, vielleicht noch durchläuft. Aber mal gucken. Ich glaube, das bräuchte es noch nicht mal unbedingt. Ich glaube, ich fände das Overlay auch so schon ultra witzig. Die Idee fühle ich total. So, und jetzt mal zurück zum Doggo erstmal. Hab hier doch gerade... Ach, gut, das ist aber außerhalb der Schlipping-Maske. So. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Hunde shaden und danach wieder gleich irgendwann abzuskizzen wünschen nochmal. Dein Monitor hat eine speziellere Auflösung, aber mit 180p ist das universeller und es lässt sich ja gut auf die Auflösung skalieren. Okay, das freut mich, dass es dann passt. Du kannst ja mal einrichten und dir ein Foto davon schicken. Gerne, sehr, sehr gerne. Aber gut, ich freue mich, dass es passt. Sag gerne Bescheid, falls ich es doch nochmal ein bisschen anders passend machen sollte. Die Kreatur braucht aber auch eine Wurst in der Hand oder so. Ey, am liebsten, aber das ist halt eigentlich auch... Ich muss es erstmal lernen, wie es geht und das dann zu machen, ist, glaube ich, tatsächlich auch voll viel Arbeit. Ich hätte ultra gerne diesen... Ich löse das jetzt selber nochmal ein. Ich hätte voll gerne den Wurstwurf. Ich würde voll gerne diese Würste rausarbeiten. Dass es halt nur nicht diese Frau da ist, sondern dass dann nur diese Würste fliegen und dass dann nur diese Würste irgendwie auf mich fliegen. Das hätte ich ultra gerne.
Entweder müsste ich einmal lernen, ich weiß nicht mal, wie das heißt, wie man das filmtechnisch macht, dass man das zu so einer PNG bearbeitet und Dinge rausschneidet. Oder ich müsste es selber irgendwie animieren. Das wäre ultra funny, aber ist auch echt viel Arbeit für so einen kleinen Effekt tatsächlich. Aber es wäre schon ultra witzig. Es wäre schon ultra, ultra witzig. Ich habe auch noch nie mit diesen Reactive Images oder ich weiß gar nicht, was man dann da genau benutzt. Ob man dann dieses PNG-Tuber, glaube ich, Programm benutzt oder dieses VTuber-Programm. Damit habe ich halt bisher auch noch nicht gearbeitet. Da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie es genau funktioniert, aber da hätte ich schon Lust drauf, mich da reinzufuchsen für dieses Overlay. Nur echt mit der Melexis-Wurst. Irgendwann, ich sehe es schon kommen, habe ich so einen Stempel, die Melexis-Wurst. Kennt ihr Kartoffelstempel? Wenn man so einen Kartoffel was reinschnitzt und dann stempelt man damit. Ich mache einfach einen Wurststempel, gar kein Problem. VidoTube ist ganz gut dafür. Ich mache mir davon jetzt ein Foto, damit ich diesen Namen von dem Programm nicht vergesse. Vielen Dank dafür, Blue Moon. So. Damit ich das im Zweifel nochmal googeln kann. Ich hatte mir schon mal, oder ich hatte schon mal irgendwas zugeschickt bekommen. VTuber und PNG-Tuber-Programme, aber ich habe mir die halt noch nicht angesehen. Du kannst auch Fugitech nutzen, aber es läuft über Discord. Zum Googlen und so mache ich mir gerade davon auch mal ein Foto. So. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, wann ich überhaupt dazu komme, weil ich habe eigentlich gerade, ja, Zeug zu tun. Das Layouten vom nächsten Magazin für Good News geht eigentlich wieder los. Ich bin mich noch auf die Comic-Jahre vorbereiten. Eventuell auf die Intercomic in Köln. Und theoretisch, Mai hat irgendwie so viel zu tun für mich tatsächlich. Gibt's zwar free im Internet zum Downloaden, ist simpel, aber effektiv. Nice, okay. Danke für den Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Muss ich mir mal Tutorials zu anschauen gehen und mal gucken, was, glaube ich, bei mir einfach gut passen würde. So. Ich habe mir tatsächlich übrigens auch noch gar keine Gedanken gemacht, nebenbei bemerkt, wo bei diesem Doggo oder bei den Doggos oder eigentlich genau genommen so in etwa die Lichtquellen herkommen sollen. Ich bin gerade am Überlegen. Hier bei dem hier wollte ich das einfach von oben haben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es hier dann bei ihm ein bisschen von der Seite habe und bei dem hier dann wiederum ein bisschen von der Seite. Dass so einmal das Licht auf die jeweils Fallen tun tut. Ich glaube, das könnte sogar eine gute Idee sein, so mache ich das. So, jetzt musst du aber auch mal ins Coworking was kritzeln. Mach das, Freiheit! Ich hoffe, wir konnten dich gut inspirieren. Ich hoffe, du machst jetzt richtig fantastische Kunst. Mit irgendwelchen Gollums und Hunden und Würsten. Und happy Kritzel. Happy Cowork. Du machst was mit dem Diadem. Was möchtest du denn kritzeln? Oder was steht bei dir thematisch, arbeitstechnisch, kritzeltechnisch gerade so an? Eine Daily Challenge. Ach, cool. Sehr nice. Ich habe tatsächlich die letzten Tage öfter mal wieder einfach nur für mich skizziert. Ich habe tatsächlich mal wieder einfach nur ein paar random, zum Teil echt hässliche, aber zum Teil ein paar süße, einfach nur Sketches, einfach nur komplett für mich gemacht. In eins meiner Skizzenbücher. In eins meiner nicht guten Skizzenbücher. Und das war mal wieder echt schön, mir mal wieder einfach nur Zeit zum Kritzeln für mich zu nehmen. Darüber habe ich ja auch letztens schon mal, oder ich glaube in den letzten Streams zum Teil schon mal ein bisschen abgerantet. Aktuell oder schon länger skizziere ich und zeichne ich gar nicht mehr so viel mehr für mich.
Einfach weil sich das Zeichnen halt jetzt mehr vermehrt wie Arbeit anfühlt und halt nicht nur mehr ein Hobby ist. Und jetzt ist es irgendwie so ernst und jetzt habe ich häufig das Gefühl bei jedem Bild und Gedöns und Bums, was ich male, dass es irgendwie auch etwas Fertiges werden muss. Und ich konnte jetzt die letzten Tage mal wieder ein bisschen Krams einfach nur für mich skizzieren. Das war sehr angenehm. Ich bin am Überlegen, ob ich ich möchte ja irgendwann entweder am oder davor, irgendwann so um den 11. Mai herum, meinen Geburtstagsstream streamen und meinen, ich habe auch als Affiliate-Tum Geburtstaggedöns ja auch im Mai. Ich bin am Überlegen, ob ich euch in einem Special-Stream unter anderem mal meine tatsächlich hässlichen Skizzenbücher zeige. Ich hatte letztes Jahr an meinem Geburtstag von meinem einzigen schönen, vollen Skizzenbuch mal eine Tour gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich dieses Jahr mal meine hässlichen Bilder mal herzeige oder so. Du hast eine Alarmanlage für den E-Scooter bekommen in dem Paket. Du hast sie anmutiert und sie ist ganz schön laut. Ja, aber das ist ja gut. Das soll ja auch so. Ich hoffe, sie tut ihren Zweck oder beziehungsweise ich hoffe, sie muss ihren Zweck niemals tun und das versucht einfach erst gar keiner, den Scooter mal zu klauen. Aber gute Sicherheitsmaßnahme. Du hast auf Insta... Achso, du packst die Daily-Beiträge in die Highlights. Ah, okay. Wow, zwei Sätze vermischt. Passiert mir auch manchmal ab und zu live beim Quatschen. Ich bin ja auf Insta manchmal oder naja, schon seit längerem auch immer ein bisschen faul und nicht so aktiv, aber muss ich mir mal anschauen. Sehr, sehr cool. Ich fühle das total, deswegen hast du angefangen, so 5 bis maximal 10 Minuten Zeichnungen zu machen, die ja bewusst nicht perfekt oder fertig sein sollen. Ja, ja, auch sehr cool. Sehr, sehr cool. Tatsächlich die Marlene, also aka Sanguinik, die hat sich ja tatsächlich vor einer Weile Daily Sketches vorgenommen und eigentlich hatten wir uns das gemeinsam vorgenommen, aber ich bin daran leider eher gescheitert. Ich habe es lange nicht hinbekommen, täglich irgendeine kleine Skizze einfach nur für mich zu machen. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht wieder einen guten Anfang bekommen habe und gerade wieder ein bisschen Spaß dran gefunden habe. Mal sehen, ich hoffe, ich kriege das durchgehalten. Und sie zieht das schon seit ein paar Monaten tatsächlich durch, jeden Tag ein bisschen was zu sich einfach, ja, so vor sich her zu skizzieren. Und das ist echt cool. Ich hoffe, ich komme da auch wieder dazu. Ich hatte halt Zeiten in der Uni, da habe ich so viel skizziert und so viel vor mich einfach nur hergezeichnet und auch viele fertige Motive trotzdem gleichzeitig noch hinbekommen. Ich hatte viele, viele lange Wochen in der Uni, wo ich es wirklich hinbekommen habe, wirklich täglich entweder zu skizzieren oder an irgendeinem fertigen Bild wenigstens einmal am Tag zu arbeiten. Das waren auch schöne Zeiten. Du wirst mal in den Feierabend kullern. Vielen Dank für den schönen Arbeitsausklang und noch frohes Schaffen. Dir ebenso, beziehungsweise dir jetzt kein frohes Schaffen mehr, dir jetzt ein fröhliches Runterkommen und nach Hause kommen und ein fröhliches Entspannen. Und wir sehen, hören und schreiben uns im Twitch-Dorf. Bis dann, tschüss! Du hast dir bisher immer irgendeinen Gegenstand vom Schreibtisch geschnappt. Ja, bei mir, also jetzt zumindest die letzten Tage... hat es tatsächlich ganz gut funktioniert, dass ich ein bisschen entweder auf Instagram oder Pinterest oder sonst wo irgendwie einfach darauf achte, was finde ich irgendwie lustig oder inspirierend oder wie auch immer und worauf habe ich einfach gerade spontan Bock, es zu zeichnen. Meistens sind es immer Tiere und ich habe jetzt gestern zum Beispiel, ich habe Dick-Dicks gemalt. Kennt ihr Dick-Dicks? Diese kleine Rehe? Falls nicht, dann muss ich sie euch mal gerade dringend zeigen. Die sind so witzig. Und die habe ich unter anderem gestern ein bisschen skizziert und die fand ich ultra cute. Also die sind auch irgendwie ein bisschen strange, aber gleichzeitig auch so cute. Ah. Die haben... Bei dem hier sieht man es gut. Die haben einfach unter den Augen so Drüsen, die teilweise richtig alienmäßig aussehen, die so öffnen können. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wofür die gut waren, aber die sehen auf jeden Fall sehr interessant aus. Du hast was ganz anderes verstanden. Ja, unter anderem deswegen fand ich die auch lustig und wollte sie zeichnen. Der Name ist interessant. Aber ja, Dick-Dicks sind a thing.
Und ich hatte noch irgendein anderes Tier letztens noch gesehen, was ich auch ultra witzig fand. Ist das hier zufällig mit drauf? Auch irgend so ein Reh mit so einem ultra, mit so einem super strangen Gesicht. Aber ich habe mir den Namen davon leider nicht merken können und weiß... Ja, doch. Hier, Zeigerantilope. Findet man die darüber? Zeigerantilope. Ja, oh, die fand ich auch ultra witzig. Die hatte ich auch letztens entdeckt, aber da habe ich den Namen wieder von. Ja, konnte ich mir nicht merken. Aber die möchte ich auch mal kritzeln. Die sind auch interessant. Möchte ich mal behaupten. So. Und warum ist hier einfach ein random Bild von Brot? Na gut. Zurück zum Hund. Fällt gerade auf, ich hatte doch eigentlich dem Hund eine andere Farbe geben wollen. Ich das wieder... Obwohl. Doch, es ist die Farbe, das noch ungesättigtere Gedöns. Glaube, ich gehe vielleicht tatsächlich eher... So ein Ticken ins Blau von der Farbe her. Also es ist ein schwarzer Hund, aber eher mit so einem... Ja, doch, ich glaube, ich finde so einen eher blauen Unterton besser. Habt ihr eigentlich auch Haustiere und werdet manchmal rührselig, weil ihr merkt, dass die älter werden? Also Kissa, also mein Hund, ich meine, die ist ja noch nicht alt, die wird jetzt erst 7, das ist ja noch kein Alter für so einen kleinen Hund. Aber ich merke trotzdem, dass sie jetzt viel mehr pennt als früher und schon noch eine Ecke chilliger ist als früher und weniger schnell bei allem Möglichen an die Decke geht, weil die ja gerne Dinge und Leute und alles, was im Dorf so passiert, verbellt. Das ist auch ganz entspannt, aber trotzdem was anderes. Sie ist nicht mehr so heiß auf Spaziergänge. Sie gibt mir viel öfter Bescheid, dass sie eigentlich keinen Bock hat und eigentlich wieder nach Hause möchte. Es ist sehr süß. Sie ist jetzt noch körperlicher und klebriger und verschmuster als früher. Es ist sehr süß, aber es ist auch sehr
macht mich sehr rührselig. Haustiere, ja, bei denen merkt man nicht wirklich, dass sie älter werden. Was für Haustiere hast du denn? Musst du oft am Computer horizontal scrollen? Da habe ich dir wärmstens die MX Master empfehlen. Die hat ein Daumenrad mit der... es erleichtert mir die Bedingungen in... Nee. Also tatsächlich, ist das eine Maus? MX Master? Tatsächlich ist mir das, ich nenne es mal jetzt Problem, bisher jetzt noch nicht so aufgefallen, dass ich das hätte. Aber trotzdem danke für den Tipp. Und Evolution, dankeschön und willkommen. Maus. Ach so, ja. Ich habe gerade erst darüber nachdenken müssen, weil wir ja gerade noch über Haustiere gesprochen haben, ob du eine Maus hast, aber okay, du meinst die Computermaus. Zwei Ameisenkolonien. Was? Den merkt man nicht an, dass die älter werden? komisch. Haben alle Ameisen jeweils individuell auch Namen? aber krass, wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, dass du Ameisenkolonien hast. Aber cool, wie bist du dazu gekommen? Ich habe das Gefühl, dass es von der Zeit irgendwie ein bisschen, ich nenne es mal trendy war, dass mehr Leute irgendwie so Schmetterlinge oder Motten als Haustiere hatten. Dass sich irgendwie mehr Leute irgendwie untereinander so Nachzuchten von ihren Raupen irgendwie weitergegeben hatten. Und das war irgendwie gefühlt ein bisschen eine Weile lang Trend auf Social Media, dass Leute irgendwie halt so Schmetterlinge und Motten ausgebrütet haben, die sehr fancy waren. Ich glaube, schattentechnisch gefällt es mir, in welche Richtung ich hier gerade gehe. Du züchtest Zecken und legst die bei Leuten, die du nicht leiden kannst, ins Bett. Scherz. Ey, no joke. Ich weiß nicht mehr genau, ob es auch so eine Character Design oder sowas Aufgabe war in der Uni. Wir hatten das, glaube ich, öfters. Da habe ich mal einen Typen designt, der auch quasi so ein Bösewicht war. Der so einen Flohzirkus hatte als Attraktion auf so Jahrmärkten. Und der war eigentlich voll böse und hat nebenher auch noch Zecken, war die Story. Oder irgendwie auch anderes Kriechviech irgendwie gezüchtet, was irgendwelche Krankheiten oder sowas irgendwie in sich getragen hat. Und das hat er dann in seinem Publikum immer heimlich ausgesetzt. Das war die Story. Habe ich das Skizzenbuch eigentlich? Ich habe das Skizzenbuch sogar theoretisch in der Nähe, aber ich kann es euch jetzt nur in diese kleine Kamera hier zeigen. Da würdet ihr davon nicht so viel sehen. Aber witzigerweise, es erinnert mich gerade daran, hatte ich das schon mal sozusagen auch als Idee. Du fingst durch den Lockdown an. Du bist da über ein Zeitraffer-Video gestolpert, wie die Gänge buddeln. Ja, und dann wolltest du wissen, ob man die halten kann, weil du es schon als Kind sehr faszinierend fandst. Kann ich verstehen. Ich finde Ameisen auch extrem faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich da, ich sag mal, den Drive dazu hätte, um die selber irgendwann mal zu halten oder so. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich bin eher tatsächlich so der übliche Hunde, Katzen, Kaninchen oder irgendwas Typ, glaube ich eher. Aber ich kann es verstehen. Ich finde so Ameisenkolonien auch extremst spannend. Und einmal Wasser. Prost, gilt auch an euch. Einmal schön hydriert bleiben alle bitte. Die sind mega easy zu halten. Ja, ich glaube, bei mir würde es an dieser Anfangs,
Ich sag mal, an diesem, man muss sich ja erstmal Zeug dazu kaufen, hier diese Glaskästen und Röhren und Erde und alles und informieren. Ich glaube, daran wird es bei mir eher scheitern. Und ich müsste, oder man müsste dafür ja auch erstmal irgendwo Platz haben. Und zumindest aktuell hier hätte ich nicht wirklich Platz, um mir sowas irgendwo hinzustellen. Was gibt's zu denen zu essen, da du keine Exoten hast, sondern heimische Arten? Ah, okay. Was für eine Art hast du denn? Und wie kommt man an Ameisen? Kann man die quasi irgendwo, also wie, wo kauft man sich das ganze Zeug dafür und wo kauft man sich die Ameisen an sich und wie startet man das? Honig, Kohlenhydrate, kleine Fliegen, Protein und Wasser. Mehr brauchen die nicht. Ach, krass. Klingt nach einem sehr entspannten Haustier tatsächlich. Klingt ein bisschen entspannter als mein Hund, die ich teilweise gefühlt zum Essen zwingen muss, weil die irgendwie ständig ihr Trocken- oder Nassfutter irgendwie langweilig findet. Und ich habe schon 12 Sorten zu Hause an unterschiedlichen Trockenfuttern und irgendwie sowas. Und die muss die mal aufbrauchen und essen, aber sie möchte nicht so gerne und dann ist das einfach voll die Arbeit, diesen Hund überhaupt hungrig zu kriegen und dann muss ich mit der spielen und die aktiv kriegen und bewegen, damit sie hungrig wird dadurch, weil ich, sie ist leider absolut nichts verfressen und ich habe leider keinen Hund, wo ich einfach nur Futter hinstellen kann und sie isst es einfach. Ab und zu, wenn ich mal komplett neu irgendeine Nassfutter- oder Trockenfuttersorte da habe, dann findet sie die spannend und neu und lecker und dann frisst sie auch mal relativ unumständlich, aber meistens ist es irgendwie voll der Krampf, darauf zu achten, dass sie genug Futterintus hat. Und ich kann bei der leider auch nicht einfach sagen, so, ja, wenn du nicht isst, dann halt einfach Pech gehabt. Irgendwann wirst du schon Hunger kriegen und dann den Futternapf gehen. Nee, gar nicht. Die isst dann einfach nicht und bevor die genug Hunger bekommt, um einfach zu essen, bekommt die entweder Bauchschmerzen oder Sodbrennen. Oder muss sich erbrechen, weil sie dann sozusagen zu viel Magensäure hat, als der Magen dann braucht und dann wird ihr schlecht davon und sie kriegt Sodbrennen und das ist... Oh. Wenn ihr irgendwann mal euch einen Hund besorgen möchtet oder irgendwer aus eurer Bekanntschaft, Freundschaft, was auch immer, sich einen Hund holen möchte. Und ihr habt ein bisschen Sorgen, dass ihr oder die anderen Personen das vielleicht ein bisschen zu übereilt tun. Schickt die zu mir. Ich kann sehr gut einem die rosarote Brille wegreden, was Hunde betrifft. Hunde sind toll, sind aber auch so verdammt anstrengend. Ich liebe Kisa über alles. Aber sie kann so sehr nerven. Ach ja. Ich habe sie auch gerade tatsächlich mal für ein paar Stunden aus meinem Zimmer verbannt, damit ich in Ruhe streamen und nachher noch ein bisschen was arbeiten kann. Naja, wobei wahrscheinlich nach dem Stream werde ich es eh nicht mehr aushalten, dann werde ich sie mir vermutlich eh wiederholen. Aber ich habe sie gerade tatsächlich mal aus meinem Zimmer verbannt und meinen Eltern mal ein bisschen überlassen, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe zum Dinge tun. Ab morgen hast du immer eine Decke mit dem Rucksack, wenn du mit dem E-Scooter unterwegs bist, da kannst du nicht einfach mal draußen hinstellen. Ah, das klingt mega gut. Klingt richtig gut. Und ich liebe das tatsächlich auch, dass wenn ich mit dem Hund spazieren bin, mich dann irgendwo zwischendurch einfach im Wald einfach mal hinzuchillen für eine Weile. Fühle ich sehr. In der ersten Zeit, beziehungsweise in den ersten Jahren, kannst du in einem vorbereiteten Regen-Reagenzglasnest halten. Also man braucht keine Anlage.
Formicarium dafür? Ist es bei Axoden, Blattschneiderameisen beispielsweise was ganz anderes? Ah, okay. Interessant. Krass. Dein Hund hat um diese Zeit Ruhepause, aber selbst wenn er ankommt, wird er ignoriert. Ja, das Problem ist bei meiner leider, ich habe nicht so einen festen Tagesrhythmus, wann ich was mache. Also ich habe nicht so richtig feste Zeiten, wann ich sie fütter, spazieren gehe oder was auch immer. Weil mein eigener Tagesrhythmus auch einfach immer ja, sehr unterschiedlich ist. Das heißt, wenn die ankommt, dann ist meistens auch schon akut was. Dann braucht sie halt auch die Aufmerksamkeit. Dann muss ich auch wirklich mal raus und sie rauslassen, damit sie mal pinkeln kann. Oder muss mal eine Runde gehen. Oder muss mich mal darum kümmern, hat die genug Essen und so ein Kram. Und habe ich schon genug mit ihr gesocialized heute? Da muss man ja auch mal drauf achten. Das funktioniert. Also ich ignoriere sie auch. Aber das funktioniert meistens eher. Dann ist es schwieriger. Ja, genau. Also manchmal ignoriere ich sie auch zwangsweise. Aber ey. Ich hatte schon mal Meetings zum Beispiel, wo ich halt im Meeting war und mit den Leuten da gesprochen habe und war da eigentlich drauf konzentriert und sowas. Und dann habe ich bemerkt, wie dieser Hund so von der Seite ankam und anfing mich anzugucken und was brauchte. Und dann war ich halt schon so ein bisschen kacke. Ich hoffe, das ist nur ein Fehlalarm. Also manchmal, wenn ich sie dann eine Weile lang ignoriere und nicht direkt mit ihr rausgehe oder was tun kann, dann legt sie sich auch manchmal wieder hin und entspannt dann doch wieder. Manchmal ist dann aber, wie gesagt, dann doch eben schon Not am Mann. Und dann war ich da schon mal, das ist schon mehrere Male gewesen, da war ich da schon mal in dem Meeting, konnte da jetzt gerade nicht so gut einfach mal spontan aufhören und war dann da drin gefangen. Und mein Hund fing neben mir an zu vibrieren. Und dann merkt man, okay, da pressiert schon irgendwas, da ist schon irgendein Bedürfnis, den ganzen Hund am Durchschütteln. Also sie ist ja klein und dann sie zittert halt schon mal schnell. Nicht nur, wenn sie friert, sondern auch, wenn sie irgendwas braucht. Und dann fing sie irgendwann an, mich mit ihrer Pfote so ein bisschen anzutatschen, so von der Seite. So ein bisschen so mich am Arm zu schubsen. So, du, ich bräuchte mal was. Ja. das stresst manchmal schon sehr in Meetings oder sowas nebenher, wenn man mal so ein bisschen blöd kommt mit den Zeitpunkten, wann sie irgendwelche Bedürfnisse hat. Ja, da blinkst, willkommen, hallo, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Es ist bisher noch nie großartig was passiert, aber das ist manchmal, das tut mir halt manchmal schon voll leid, wenn ich halt in irgendeinem Meeting oder was auch immer feststecke und ich aber gleichzeitig merke, okay, kacke, der Hund bräuchte eigentlich voll dringend was und müsste wirklich mal raus und pinkeln oder kacken oder bräuchte was zu essen, mal langsam wirklich dringend. Es tut mir immer ein bisschen leid, aber ja. Ich habe auch Bedürfnisse. Hilfst du mir auch? Möchtest du etwa auch gefüttert werden? Hallo Freaky, ich freue mich, dass du da bist. Willkommen. Die haben wir alle. Ja, ist echt so. Vermisst ihr nicht auch manchmal die Zeiten, wo einfach die Eltern einfach alles für einen machen mussten? Für einen kochen und einem Essen hinstellen. Das war entspannt. Für einen beim Arzt anrufen und die Termine machen, sodass man es nicht selber machen musste. Grüß dich aber leider auch schnell wieder weg. Alles klar. Trotzdem freut mich sehr, dass du reinschaust und mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Irgendwie schon. Ja. Ich habe das noch bis heute manchmal, dass wenn ich mir einen Termin beim Arzt oder sowas, ich hatte letztens mal wieder Zahnarzt und Prophylaxe und so. Ich habe das sehr lange hinausgezögert, aber dachte, ich muss mal wieder. Aber ich habe schon echt überlegt. Ich habe gar keinen Bock einzurufen und mir einen Termin machen zu müssen. Kann ich nicht einfach meine Mama fragen, dass sie mir das macht? Aber meine Mama hat darauf auch keinen Bock und möchte das nicht machen.
Und dann bleibt das doch wieder an mir hängen. Naja, logischerweise. Es sind ja auch meine Termine und so ein Kram, aber... wäre es eine Option, ein Handtuch sichtbar hinzulegen, immer wenn du jetzt gerade keine Zeit für sie hast, damit sie sieht, ah, okay, eventuell nicht Frauchen nerven jetzt. Also theoretisch könnte ich ihr bestimmt noch ein bisschen was anerziehen oder beibringen, damit sie nochmal, sag ich mal, bessere Zeichen hat, wann ist jetzt, sag ich mal, Doku-Zeit und wann halt auf jeden Fall nicht. Weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich das jetzt noch hinbekommen würde und ob ich da so eine richtig gut umsetzbare Lösung für hätte, jetzt so spontan. Wie geht's der kleinen Maus? Der geht's eigentlich auch soweit super. Ich habe sie gerade mal nicht im Zimmer, ich habe die gerade mal für ein paar Stunden an meine Eltern abgeschoben, damit die mich sich mal ein bisschen um die kümmern können und ich mal ein paar Stunden entspannt Dinge tun kann. Aber ansonsten geht's ja super. Die pennt ja aktuell, oder naja, nicht aktuell, die pennt ja schon seit längerem mit bei mir im Bett, was auch sehr anstrengend ist, auch sehr holsam und knuffig, aber auch irgendwie etwas anstrengend. Und sie ist mittlerweile doch tatsächlich auch in das Alter gekommen, wo die nicht einfach aufsteht, wenn ich aufstehe, sondern die ist halt auch teilweise schon echt eine Schlaftablette geworden. Oh, Fiesling. Ich brauche auch mal meine Me-Time, okay? Es tut mir auch immer ein bisschen leid, wenn ich sie mal aus dem Zimmer werfe. Und irgendwann vermisse ich es und halte es auch immer nicht unbedingt aus, sie eine längere Zeit lang nicht um mich zu haben. Und manchmal bin ich auch, not gonna lie, ein bisschen nicht sicher, ob meine Eltern sich so gut um sie kümmern. Also sie kümmern sich schon um sie, aber die, die geben ihr manchmal halt schon mal was vom Tisch zu essen, irgendwie Käse oder so ein Kram, den, der okay ist, aber den sie eigentlich nicht so super gut verträgt und es ist, ja, ne? Glaube ich dir nicht. Was meinst du, dass ich ab und zu, dass ich meinen Hund vermisse, sobald ich sie außer Sicht weiter habe? Ey, doch. Es ist so extrem. Ich kann teilweise nicht mal Freunde besuchen und da einfach nur ein paar Tage bleiben und übernachten, ohne dass ich nicht anfange, meinen Hund zu vermissen. Eine Freundin von mir, die wohnt in so einem richtig schönen Ort, richtig ländlich, richtig viele schöne Spazierwege. Und da kriege ich immer richtig Sehnsucht nach Kisa und denke mir immer, ich hätte auch gern meinen Hund hier. Aber ich kann die leider einfach... Na, ich kann die nicht so gut einpacken und einfach mit mir irgendwo mit hinnehmen, weil sie Auto fahren, Züge und irgendwie reisen, das hasst sie leider total. Ja. Hund bei anderen lassen ist immer so meh vom eigenen Gefühl her, kennen das. Ja, ich traue meiner kompletten Familie auch überhaupt nicht zu, dass sie ihre Bedürfnisse ordentlich gestillt bekommen. Sie kriegen es natürlich hin, ihr Futter und Wasser und sowas hinzustellen und sie öfter mal rauszulassen, aber irgendwie habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, die kriegen eigentlich... Eigentlich checken die nie so ganz, was der Hund gerade eigentlich braucht. Es war sogar ganz witzig, als ich nämlich letztens beim Zahnarzt war, halt bei der Prophylaxe, da hat mir... Das ist eh eigentlich immer das Beste, wenn man beim Zahnarzt ist und dann fangen an, die Zahnärzte mit einem zu reden, während die gerade in meinem oder in eurem Mündern herumfummeln und man kann ihnen nicht antworten. Da kann man eigentlich gar nicht richtig mit denen reden. Aber dann fangen die an, irgendein Gespräch zu führen. Meine Zahnärztin letztens hatte mir nämlich erzählt, dass sie auch einen Hund aus dem Tierschutz hat und sie ihn auch nie bei ihrer, ich glaube, Stiefmutter oder sowas lassen kann, weil die immer meint, ja, lass doch dem Hund auch mal Süßigkeiten geben oder Schokolade, das tut dem doch bestimmt auch gut. Was uns gut tut, tut auch dem Hund gut. So, nee, Süßigkeiten bei Hunden geht halt gar nicht. Erst recht keine Schokolade. Ja, eben, man kennt den eigenen Hund doch besser. Ja, eben. Der Hund braucht nur einmal schief gucken und man weiß gefühlt, was er braucht. Und andere Leute können das nicht. Anstrengend.
Mein Hund bettelt auch bei mir tatsächlich komplett gar nicht, weil sie weiß, dass sie bei mir nichts bekommt. Außer wenn ich halt schon Leckerli in der Hand habe, die natürlich obviously sowieso für die sind. Dann ist die schon mal ein bisschen, gib her, bettel ich, lay, gib mal her, ich will Leckerli. Aber wenn ich halt esse, für mich mein Essen esse, dann chillt die einfach. Das ist okay für sie, da bettelt sie nicht. Aber bei meinen Eltern, die können das komplett überhaupt gar nicht aushalten, wenn dieser Hund einfach nur süß guckt. Die ist eigentlich beim Betteln, ich finde eigentlich total charmant. Die guckt einfach nur süß und wird ein bisschen kuschelig und fängt einfach an, einen manchmal so ein bisschen mit der Foto anzutippen. Ich finde das eigentlich einfach nur niedlich. Ich finde, man kann es aber gut ignorieren. Also die wird jetzt nicht extrem, es nervt schon wirklich irgendwie hart oder sie sabbert einen voll bettelig oder so. Aber meine Eltern können dieses, der Hund starrt sie einfach nur an und möchte was von denen. Die können das einfach gar nicht ab. Die können das komplett nicht ab. Und immer wenn die essen, darf ich halt den Hund nicht mit ins Esszimmer lassen. Oder werde immer angemotzt, dass ich den Hund abrufen soll, dass die nicht da ist. Oder bekommen sie einmal schon mal abgeschoben vorher, prophylaktisch. Du bist auch wieder weg. Viel Spaß allen noch und knuddel die Kleine später. Mache ich. Alles klar, Freaky. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis dann. Ciao. Ich bin so froh, dass deine Eltern nichts vom Tisch geben. Ey, da kannst du echt extremst froh sein. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie selten, dass man Eltern oder Leute um sich hat, die dem Hund nichts vom Tisch geben. Ja, meine Eltern schaffen es. Manchmal schaffen sie es, aber in der Regel eigentlich nicht so gut. Du bespielst jetzt noch ein bisschen und wünschst allen noch einen wunderbaren Abend. Hab Spaß und gute Laune. Alles klar, Benny. Dann dir happy zocken. Und man sieht, hört und trifft sich im Twitch-Dorf. Bis dann. Ciao. Ich shade hier noch ein bisschen rum. Versuche vielleicht zumindest die erste Ebene an Shading quasi auf den Hund drauf zu bekommen. Und dann gehe ich mal einmal nochmal zu Skizzenwünschen drüber. Und Dankeschön für den Applaus. Ich höre ihn zwar leider nicht, aber Dankeschön, Dankeschön. Sehr gern, sehr gern. Die meisten Leute kriegst du erzogen, nichts zu geben. Ey, das habe ich, bevor wir diesen Hund eben da hatten, habe ich das total unterschätzt, wie viel so ein Umfeld einfach ausmachen kann bei einem Hund, ne? Ich dachte, ich hatte halt im Kopf so, ja, ich muss mich halt um den Hund kümmern und den Hund erziehen und sie Stuben reinmachen und blabliblub und bla. Ich hatte aber nicht im Kopf und nicht so extrem damit gerechnet, dass meine Eltern total unfähig sind, was das Thema Hund angeht, leider. Dass auch viele von meinen Freunden leider tatsächlich keine bis kaum Tiererfahrung irgendwie haben und irgendwie zum Teil so ein bisschen backsteinmäßig unbeholfen mit der unterwegs waren. Ja, und tatsächlich, mir wurde auch aus dem Umfeld, sag ich mal, der Hund, ich nenne es mal so ein bisschen versaut, weil mein Hund mag ja keine fremden Menschen. Die ist nicht gut sozialisiert. Die findet es grundsätzlich scheiße, wenn irgendwer Fremdes ankommt und im Haus ist oder sie streicheln möchte oder irgendwie bedrängt. Sie kann das gar nicht ab und verbellt halt deswegen Leute auch. Das ist tatsächlich mein Umfeld schuld. Das habe ich tatsächlich extrem krass unterschätzt. Da könnte ich jetzt lange drüber abranten, aber ja. Es werden also Hunde gekünstelt. Yes, genau. Ich mache gerade erstmal auch... Willkommen, Zerako. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin gerade dabei, den Wuffi hier zu shaden. Das wird... Ich möchte das aber ein bisschen anders noch anordnen. In so einem Kreis und bla und blub. Es wird einmal ein junger Hund, ein erwachsener Hund und ein alter Hund. Mit Munden dabei. Einmal ein New Doggo, ein Crescent Doggo. Wegen der Stauze, die sich so langsam weiß verfärbt. Und ein Full Doggo. Wenn die irgendwann ein komplett weißes Gesicht haben. Und daran bin ich gerade am Arbeiten. Und theoretisch gibt es noch ein paar andere Programmpunkte heute im Stream, aber wie gut ich im Endeffekt vorankomme, ist ja immer so eine Sache. Nein, man muss sein Umfeld erziehen. Ja, ey, ich habe gefühlt mein Umfeld theoretisch, das habe ich aber nicht geschafft, ich hätte gefühlt mein Umfeld
mindestens genauso viel erziehen müssen, weil ich halt letztendlich, hat sich so halt eben herauskristallisiert, ich bin halt eben, ich habe diesen Hund gewollt und ich habe die so ein bisschen angeschafft. Ich bin im Endeffekt die Person, die meiste Hundeahnung ja hatte in meinem Umfeld und ich hätte mein Umfeld mindestens genauso viel erziehen müssen wie meinen Hund und habe das nicht hinbekommen, so richtig eigentlich. Ja. Eine Sorge, deiner wurde auch versaut. Du trainierst inzwischen mit einer aus dem Ort fast täglich. Willkommen voran. Ach, cool. Es freut mich, dass du da Verständnis hast. Dankeschön. Als die halt noch ein Welpe war, die mochte mich und die mochte meine Mom. Und alle anderen Personen danach, die während der Prägephase ja auch irgendwie hätten nett zu ihr sein müssen, waren dann entweder total ignorant und waren halt überhaupt keine Hundemenschen und haben die irgendwie eiskalt ignoriert, haben die zum Teil bedrängt und erschreckt und haben sie an der, also die lief früher als Welpe mit der Schleppleine sehr viel rum, weil die ja noch nicht so gut abrufbar war, haben sie an der Schleppleine eben zu fassen bekommen und dann versucht, sie sich heranzuzehren, obwohl die eigentlich halt zu verstehen gegeben hat, dass sie jetzt eigentlich keinen Kontakt haben möchte und nicht kuscheln möchte und bla und bli und blub. Und ja, irgendwann hat das eben dazu geführt, dass die eben gar keinen Bock mehr hatte auf fremde Leute oder Freunde oder Bekannte von mir. Und irgendwann dann eben auch gelernt hat, so, ah, okay, wenn ich quasi ein Klischee-kleiner, nerviger Hund bin, der alle Leute verbellt, dann habe ich meine Ruhe. Weil sobald so ein kleiner Hund so ein bisschen kläffrig ist, dann finden viele Leute so einen kleinen Hund ja auch eher nervig oder irgendwie scheiße. Und haben dann nicht mehr das Bedürfnis, die zu streicheln. Und dann sind die irgendwie mad auf dieses Tier, dass die ja so scheiße und verzogen wäre. Aber im Endeffekt sind die selber schuld gewesen, dass ich jetzt so einen kläffrigen kleinen Pfiffer habe. Hier genau andersrum. Deiner liebt alle, aber darf nicht zu jedem hin. Ey. Nee, ja. Oh, ja, ich fühle dein Problem aus der anderen Perspektive. Mein Hund, also gerade als die ein Welpe war, waren alle meine Freunde oder das komplette Dorf richtig hart am Nerven und haben diesen Hund einfach bedrängt wie sonst was. Die fand das so scheiße, wenn irgendwelche fremden Leute ankamen und dann von oben erstmal die von oben einmal gepackt und gestreichelt haben und die fand das irgendwie voll gruselig und die hat sich andauernd erschreckt und manche Leute haben die einfach genommen und auf den Arm genommen und gepackt und gekuschelt und die fand das total scheiße. Und ich habe andauernd Leuten gesagt, dass sie das bitte nicht tun sollen, aber konnte mich nicht durchsetzen und es war richtig anstrengend. Ja. Am Anfang war Kisa auch noch echt neugierig auf alle. Also war auch noch ein, ich nenne es mal normaler Welpe, der fremde Menschen irgendwie spannend und interessant und cool fand. Das hat sich aber dann halt leider relativ schnell in Wohlgefallen aufgelöst, weil die fremden Menschen dann leider irgendwie doof waren. Ja, nicht durchsetzen können hat dich auch zu diesen Problemen geführt, aber wir wissen es ja jetzt besser und können daran arbeiten. Ja, ja. Vor allem dieses Durchsetzen beim Hund ist einfach gefühlt so viel einfacher. Weil irgendwie hat ein Hund doch, wenn man es einmal verstanden hat, ja irgendwie relativ klare Gebrauchsanweisungen. Und man kann irgendwie herausfinden, wie so ein Hund funktioniert und so. Und wie man irgendwie Dinge ihm beibringt und bla und bli und blub. Aber fremde Menschen irgendwie zu kontrollieren. Oh, dass sie jetzt den Hund gerade mal bitte nicht anfassen und betüddeln und sonst was sollen. Du ignorierst Hunde anfänglich auch immer, wenn kurz schnüffeln wollen, okay, aber du willst dich dem Tier auf nicht aufdrängen, weil es niedlich ist. Die kommt schon an, wenn sie sich wohlfühlen. Ja, das machst du genau richtig. Vielen Dank dafür. Das ist auch tatsächlich der richtige Weg to go. Wenn man merkt, der Hund ist freundlich und man kann ja im Zweifel nochmal die Besitzer fragen, ob man streicheln darf und so, dann gerne. Aber ja, gerade bei meiner hat dieses Ungefragte einfach antatschen und auf den Arm nehmen und die zu irgendeinem Kontakt zwingen und sowas halt. Oh, ja.
ne? Genau so, ja. Ich habe mich schon mal bei komplett fremden Leuten, die wir irgendwie, also die ich mit meinem Hund irgendwie im Wald getroffen habe, ich habe mich schon mal bei Leuten bedankt dafür, dass sie einfach nur ihre Hunde zurückgerufen haben oder dass sie meinen Hund gerade nicht bedrängt haben oder einfach nur in Ruhe gelassen haben. Ich finde das so toll, wenn es Leute einfach manchmal richtig machen. Ich traue mich nicht immer, aber manchmal habe ich habe mich schon ein paar Mal getraut, Leuten einfach Danke dafür zu sagen, dass die einen guten Umgang mit Hunden pflegen. Ich habe auch bisher tatsächlich immer Glück gehabt und hier bei mir im Dorf und in der Bubble, in der ich mich so bewege mit meinem Hund, funktioniert das tatsächlich mit diesem Menschen aus der Ferne sehen. Ich habe meinen Hund an der Leine und komme denen entgegen und die kennen mich und meinen Hund nicht. Die nehmen ihren Hund also auch an die Leine. Das ist bisher tatsächlich bei mir so hier im Umkreis eigentlich echt geläufig und funktioniert echt gut, dass nicht irgendwelche fremden Hunde hier einfach aufeinandertreffen. Da bin ich sehr froh drum. Ich hatte das nur einmal, also fremde Hunde hat Lisa leider auch von Anfang an echt gruselig einfach nur gefunden und da habe ich es auch einfach nicht hinbekommen, die zu vergesellschaften, weil ich habe dafür eben auch nicht so das Umfeld immer gehabt. Ich habe es nur ein einziges Mal gehabt, da kamen irgendwie so ein paar andere kleine Hunde eigentlich freundlich zu ihr an, aber halt viel zu plötzlich und da hat sich meine total vor erschreckt, aber ja, da haben die Leute auch ihre Hunde direkt zurückgerufen und die da wieder unterbrochen und das hat mich sehr gefreut. Es wäre mal ein Traum, wenn sie ihre Hunde mal an die Leine nehmen würden. Ja, wie gesagt, zum Glück bei mir ist der Traum tatsächlich bisher wahr. Und was auch extremst angenehm ist, viele hier im Dorf und im Umkreis, die kennen ja jetzt zumindest so ein bisschen aus der Ferne mich und meinen Hund. Und die wissen, dass mein Hund andere Hunde total scheiße findet. Und wenn die selber einen Hund haben, der dazu neigt, eben mal loszukläffen und an der Leine zu ziehen und was auch immer, dann meiden die uns schon total. Und ich finde das total angenehm, weil ich meide Menschenkontakt sowieso und bin voll antisocial und versuche eh jedem aus dem Weg zu gehen. Aber ich finde das auch echt angenehm, wenn ich sehe, oh nice, da hinten am Horizont, die Person biegt extra ab, um uns nicht zu begegnen. Geil, richtig entspannt. Es gibt sogar Leute hier im Dorf mit so zwei Hunden, die leider extrem nicht gut zu sprechen sind auf andere Hunde. Wenn ich denen begegne, die drehen sogar auf dem Absatz um und gehen wieder weg. Weil die Hunde von denen sind halt tatsächlich auch groß und meine ist halt klein und kläffrig und die von denen sind halt groß und Randalierer. Die gehen das Risiko komplett gar nicht ein, dass man sich irgendwie begegnet und die meiden mich wie die Pest, wenn die mich mit dem Hund irgendwo unterwegs sehen. Und ich die auch und das ist sehr angenehm. Genau, die Einheimischen wissen das auch inzwischen, aber die Urlauber. Ah, okay. Ich wohne zum Glück nicht in einer Gegend, wo, ich sag mal, viele Urlauber oder viele neue Leute regelmäßig unterwegs sind. Hier geht das zum Glück tatsächlich klar. Was hast du mit den Nachbarn gegenüber? Die meiden uns gegenseitig, soweit es geht, weil unsere Hunde total am Rad drehen. Ja, same. Das sind bei uns tatsächlich auch nämlich die Leute genau gegenüber. Das ist sogar schon mal vorgekommen, dass ich bin gerade mit meinem Hund aus unserer Einfahrt raus und dann sah ich, wie die eigentlich auch gerade aus ihrer Haustür raus wollten, mich aber mit meinem Hund sahen und erstmal einfach wieder reingegangen sind. Einfach rein und wieder die Tür zugemacht haben, weil die einfach auch gar keinen Bock hatten auf unsere Hunde. Also dass unsere Hunde gegenseitig rumnerven. Das war witzig. Da haben die mir die Vorfahrt gegeben. Das war sehr schön. Miss Bunny, hallo! Ich freue mich sehr, dich zu lesen. Wie geht's dir? Willkommen! Wie geht's dir? Kennst du? Ja! Ich bin tatsächlich auch echt extrem froh, dass hier in der Gegend es hundetechnisch
irgendwie gut funktioniert. Man hat sich irgendwie miteinander arrangiert, ohne je miteinander großartig gesprochen zu haben insgesamt. Aber so hundetechnisch weiß irgendwie gefühlt jeder mit den anderen Hunden hier so, okay, mich muss man meiden mit meiner. Außer der eigene Hund ist nicht so der Randalierer und zerrt nicht so stark, aber dann weiß man eh, okay, meine nervt man rum, aber alles gut. Ja, es ist eigentlich ganz entspannt hier mittlerweile. So lange her. Ja, ist echt so. Du bist gerade am Abendessen machen. Wie geht's dir? Dann wünsche ich euch schon mal einen guten Hunger. Mir geht's super. Mir geht's gut. Bin hier gerade ein bisschen Hunde am Kunsten und über Hunde am Reden. Das finde ich ein sehr entspanntes Thema. Und ja, mir geht's auch allgemein gut. Ich habe nichts zu klagen. Ich zocke aktuell vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin extrem süchtig nach Hogwarts Legacy leider immer noch, aber ansonsten geht's mir gut. Ist das Laika oder noch das Bild vom letzten Mal? Genau, das ist das Bild vom letzten Mal von dem hier mit dem New Doggo, Crescent Doggo und Full Doggo. Mit Laika, also mit Laikas Reise mit meinem Kinderbuch, da habe ich mich schon echt lange leider nicht mehr mit beschäftigt. Will ich ja eigentlich immer wieder oder habe ja immer wieder aufflammt eigentlich mal Lust drauf. Aber nee, dazu komme ich leider schon aktuell und lange schon nicht mehr so gut. Aber da muss ich auch irgendwie nochmal ran. Da muss ich auch gerade abhalten, nicht zu viel zu zocken. Was zockst du im Moment so? Ich fühle deinen Struggle. Kennst du deine Animal Crossing Phase hat wieder begonnen? Ah, ey. Ich habe leider nur in Anführungszeichen früher Animal Crossing Wild World für den DS gezockt gehabt. Aber das habe ich auch noch und nöcher gemacht damals. Ich glaube mittlerweile, ich habe New Horizons, also das für die Switch, habe ich nie gespielt. Habe ich mir nun mal ein bisschen bei Let's Plays und sowas angeschaut. Mittlerweile bin ich, glaube ich, tatsächlich für so, ich nenne es mal gechillte Aufbaugames. Gar nicht mehr so sehr der Typ für wie früher. Also ich glaube oder hoffe, Animal Crossing würde mich gar nicht mal mehr so sehr in der Sucht fangen. Aber aktuell halt Harry Potter, also Hogwarts Legacy, weil die Story ist halt so extrem abwechslungsreich und da gibt's Einhörner und coole Drachen und coole, interessante, witzige Storystränge und bla, ich lieb's. Das Coworking ist ganz hilfreich. Es freut mich, dass ich helfen kann mit einem entspannten Coworking hier. Du hast dir letztens mal Dark Souls 1 Remastered geholt. Du wolltest der Reihe nochmal eine Chance geben. Nochmal? Hattest du die schon mal angefangen? Dark Souls kenne ich auch nur von außen. Ist auch nicht so ganz mein Genre, weil ich ja so ein fauler Zocker bin mit Challenges sind nicht so viel für mich so. Aber Dark Souls. Es gab mal ein, zweimal oder sowas gab es dieses Twitch-Event, die Liga der Unbesiegbaren oder wie das hieß. Da hatten sich irgendwie PietSmiet und irgendwie andere große Streamer doch irgendwie mal zusammengeschlossen gehabt, um Dark Souls zu spielen. Und pro Boss gab es irgendwie eine bestimmte Anzahl an Punkten und dann ging es irgendwie darum, wer in der schnellsten Zeit und am meisten Bosse irgendwie legen kann und halt nicht stirbt. Das fand ich extrem spannend, tatsächlich. Es ist sehr entspannt. Ja. Ja. Ich liebe Animal Crossing auch. Es hat bei mir für immer ein special place in my heart. Ich war auch extremst. Also als halt New Horizons für die Switch rauskam. Ich habe halt keine Switch. Aber als es halt rauskam, da war ich schon sehr. Ich mach mal gerade auch die Hintergrundmusik ein Ticken leiser. Da war ich schon sehr, 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 sehr hin und her gerissen, ob ich nicht doch mal irgendwann Lust hätte auf eine Switch. Aber ich konnte mich bisher ganz gut zurückhalten mit dem Konsolenkauf. Hogwarts Legacy kann ich auch nur, also ich meine, ich hätte es mir auch für einen PC holen können. Hätte ich vielleicht auch irgendwann mal gemacht einfach. Aber Hogwarts Legacy zocke ich auf der PlayStation von meinem Bruder. Der hat sich eine PlayStation gegönnt und das kommt mir auch sehr zugute. Immer wenn der arbeiten muss und keine Zeit hat zum Zocken und so, dann kann ich mir die PlayStation hier ranholen ins Zimmer. Und das ist ja toll. Du gehst jetzt in den Lurk und machst Essen. Alles klar, dann happy Hunger. Guten Hunger.
New Horizon war dein erstes Animal Crossing und es hatte dich auch sehr lange im Bann. Oh, glaube ich dir. Als es frisch rauskam, war ich, wie gesagt, auch extrem getriggert, ob ich es mir nicht nochmal holen möchte. Halt, aber auch samt eine Switch und das wäre halt schon extrem teuer gewesen. Aber als es rauskam, war ich auch ein bisschen gar. Da hat mich der Hype auch mitgenommen. Du hattest vor Jahren mal mit dem dritten Teil angefangen. Du bist nicht an die Dark Souls-Spiele rangekommen. Aber vor wenigen Jahren hattest du mal Sekiro und Bloodborne durchgespielt. Dark Souls fandest du immer zu statisch, aber du willst es nochmal versuchen. Ja, dann hoffe ich, dass es cool wird und dich auf gute Art und Weise in den Bann zieht. Nicht zu viel, aber dass es trotzdem ein gutes Erlebnis wird. Und gerade Bloodborne hast du mehrfach gesuchtet. Ja. Ich liebe diese Spiele und Serien und Filme und einfach nur Medien, die einem einfach nur so ein gutes Gefühl geben, dass man da einfach nur so viel Zeit rein verbringen kann, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht sollte, aber ich lieb's. Bei mir steht nach Hogwarts Legacy Horizon Zero Dawn der erste Teil und God of War der erste Teil in der Pipeline. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ich glaube, das könnten auch beides Spiele werden, die mich sehr mitnehmen werden. Also im positiven Sinne sehr mitreißen. Mal gucken. Mensch, es ist ja schon bald 18 Uhr. Warum vergeht die Zeit immer so schnell? Ich muss heute später noch ein paar Druckdaten fertig machen und an die Druckerei schicken, damit ich noch mehr Visitenkarten und Prints habe. Und Frank the Tank, hallo, willkommen, grüß dich und hi, Hundekunsten. Yes, genau, willkommen, willkommen. Ich bin gerade dabei, den Welpen hier zu shaden. Komme langsam aber sicher voran, finde den bisher ganz süß, bin sehr happy damit. Das Ganze wird sozusagen eine Reihe für Sticker und auch vielleicht sowas wie Postkarten. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Kontext ich das alles benutzen möchte. Aber es wird einmal ein New Doggo, ein Crescent Doggo und ein Full Doggo. Also ein Welpe, ein erwachsener Hund und ein alter Hund. Inspiriert von meinem eigenen schwarzen Fuffi, die mittlerweile im Crescent Doggo Status ist und so einen perfekten kleinen Halbmond an der Schnute hat. Und das ist heute Programm hier unter anderem. Theoretisch habe ich noch ein paar Dinge, die ich eigentlich noch tun möchte und könnte, aber wie viel ich heute schaffe, ist ja immer so fraglich. Was passiert bei Werbung? Bei Werbung bewerbe ich tatsächlich Dinge, die ich für mich persönlich zu bewerben habe, weil man sollte ja als selbstständiger Illustrator und Künstler ein gesundes Werbeverhalten an den Tag legen. Und der Werbekanalpunkte-Gedöns ist sozusagen einfach nur dazu da, um mir da auf die Sprünge zu helfen, dass ich das ab und zu mal machen muss. Ja, dafür ist das da. Aber falls du selber irgendwelche Dinge zu bewerben hast, darfst du...